Vor allem war sie offenbar ein hartes Stück Arbeit, seit bald 10 Jahren schon und ganz besonders noch mal auf den letzten Metern. Heute ist ein wahrlich historischer Tag und ich bin umgeben von Kollegen, die nicht geschlafen haben und das seit Tagen. Historisch ist vor allem, dass es überhaupt eine Einigung gibt. Aber was soll sich denn nun konkret ändern? Da sind zum Beispiel die Grenzverfahren. Das gilt für die, die aus einem Land kommen, aus dem weniger als 20% der Asylbewerber auch tatsächlich Asyl bekommen, weil sie tatsächlich schutzbedürftig sind. Sie können nun an EU-Außengrenzen festgehalten und nach einem Schnellverfahren auch abgeschoben werden. Unklar ist aber noch, wie genau und welche Länder sie zurücknehmen. Umso wichtiger der Solidaritätsmechanismus. Besonders umstritten, weil damit auch Länder wie Ungarn gezwungen werden sollen, Menschen aufzunehmen oder andernfalls eine Ausgleichszahlung zu leisten. Davon könnte auch Deutschland profitieren. Lange verhandelt wurde auch die Krisenverordnung. Wenn es wieder eine Krise gibt, wie damals 2015, dann sollen Ankommende länger an der Grenze festgehalten werden können, wohl auch in geschlossenen Lagern. Gelten soll das auch für Familien mit Kindern, was vor allem Deutschland verhindern wollte. Soweit der Beschluss, doch die Wege sind weit in Europa. Wann das alles wirklich gelten könnte, erklärt Brüssel-Korrespondent Tobias Reckmann. Ja, jetzt nach der Einigung soll die Asylreform noch vor der Europawahl im nächsten Sommer in Kraft treten. Wann jetzt in den einzelnen Ländern an der Außengrenze die einzelnen Maßnahmen wirklich anlaufen, ich glaube, da kann man jetzt schlecht einen Stichtag nennen, zumal ja auch diese Grenzverfahren, diese Schnellverfahren an den Außengrenzen ja zum Teil auch schon stattfinden. Nur waren sie eben bislang freiwillig für die Mitgliedstaaten und jetzt sind sie verpflichtend. Es ist keine radikale Wende in der Asylpolitik. Von Brüssel nach Berlin, wo man zufrieden ist mit Brüssel und wo sich zeitgleich auch die Ampelregierung auf etwas geeinigt hat. Leichtere Einbürgerungen, aber auch leichtere Abschiebungen, sagt die Innenministerin. Wir müssen darauf achten, dass wir dieser Tage Migration besser ordnen und steuern und irreguläre Migration zurückdrängen. Und dafür ist das gerade von mir vorgelegte Rückführungspaket ein sehr wichtiges. Unklar bleibt, was all das tatsächlich ändert, da wo längst Krisenstimmung herrscht. In einer Doku für die ARD-Mediathek hat der WDR das über die letzten Wochen beobachtet, in Hünxe, einer kleinen Stadt, der die Probleme über den Kopf gewachsen sind und wo mehr Geld dem Bürgermeister auch nicht mehr viel hilft. Die Wohnungen sind ja trotzdem noch zu bauen. Baurecht ist zu schaffen, die Brandschutzvoraussetzungen sind zu schaffen. Also sie müssen halt an allen Ecken und Enden, selbst wenn sie irgendwie ein altes Gebäude haben, müssen sie die Heizung renovieren und was. Und bei der Vielzahl von Menschen, die wir aktuell unterzubringen haben, ist das einfach nicht leistbar. Unterkante Oberlippe, wir sind voll. In Brüssel und in Berlin haben sie jetzt wieder versprochen, dass es besser wird. Für die, die tatsächlich Schutz suchen, aber auch für die, die sie aufnehmen sollen, wie in Hünxe. Es wird sich zeigen, ob die Politik das Versprechen einhalten kann. Deshalb sprechen wir darüber mit einem renommierten Migrationsforscher. Er berät Regierungen und Institutionen zu Flucht, Migration und Menschenrechte. Gerald Knaus, guten Abend. Guten Abend. Herr Knaus, der Bundeskanzler lobt die Reform heute. Sie helfe Ländern wie uns, wie Deutschland. Hat er recht? Ich glaube, die größte Gefahr wäre jetzt, sich auf diese Reform zu verlassen. Denn tatsächlich fürchte ich, und ich habe das heute noch mal mit verschiedenen Mitarbeitern in Innenministerien in ganz Europa besprochen, die informell zugeben, dass sie kaum Erwartungen an diese Reform mehr haben. Ich fürchte, dass sie weder die irreguläre Migration reduzieren wird, diese Grenzverfahren werden das nicht schaffen, sie wird das Sterben im Mittelmeer nicht reduzieren, sie wird das Weiterwandern in der EU nicht wirklich reduzieren. Also Deutschland braucht Lösungen, ja, der Druck ist da, man soll irreguläre Migration reduzieren, der Koalitionsvertrag verspricht es auch. Es wird umso wichtiger, jetzt voranzugehen mit einer Gruppe von Gleichgesinnten in der EU, denn dieser EU-Kompromiss, der wird das nicht schaffen. Das heißt, Sie glauben nicht, dass man in Deutschland spürbar eine Veränderung, was die Anzahl von Flüchtlingen angeht, nach dieser Reform merken wird? Also ganz einfach, wir haben, und Ihr Korrespondent hat das ja schon erwähnt, wir haben ja schon Grenzverfahren in Griechenland. Wenn aber Leute aus der Türkei mit Booten nach Griechenland kommen, dann gibt es Grenzverfahren, aber die Türkei nimmt niemanden zurück, dann ändern diese Grenzverfahren nichts. Was in Griechenland derzeit etwas verändert, und das ist illegal, sind die Pushbacks. Aber hinter denen steht ja offiziell niemand. Auch im zentralen Mittelmeer haben wir in diesem Jahr mehr Menschen, die kommen als je zuvor. Italien scheitert total daran, Leute zurückzuschicken. Im letzten Jahr ein paar hundert in alle Länder Subsahara-Afrikas. Jetzt sind in diesem Jahr 50.000 nur aus Westafrika in Booten gekommen.
Meine einfache Frage, was bringen dann Grenzverfahren von 12 Wochen, wenn die Italiener jetzt schon wissen, dass sie daran scheitern werden, die Menschen zurückzuschicken? Und den Spaniern geht so, den Franzosen geht so, ja auch den Deutschen geht so. Was wäre denn eine wirksame Reform dann aus Ihrer Sicht gewesen? Naja, wir müssen die großen Fragen, nämlich wie schaffen wir es, ohne die Menschenrechtskonvention, ohne den Menschenrechtsschutz und die Menschenwürde zu verletzen, irreguläre Migration zu reduzieren. Das ist etwas, was alle 27 Regierungen wollen. Das wurde klargestellt und wer da mitreden will, muss Vorschläge machen. Und ein Vorschlag ist mit sicheren Drittstaaten. Also so wie das damals 2016 auch mit der Türkei diskutiert wurde, man sagt, wer ab jetzt kommt, dessen Verfahren findet nicht in Italien oder in der EU oder in Griechenland statt. Aber dazu brauchen wir sichere Staaten, die erstens bereit sind dazu, diese Angebote muss man machen, und zweitens, die das auch wollen. Und drittens brauchen wir die Möglichkeit durch das EU-Recht, die besteht derzeit nur für Pilotprojekte. Und auch daran hat diese Reform nichts geändert. Hier wird Deutschland mit den Niederlanden und anderen, die betroffen sind, weil dort sehr viele hinziehen, aktiv werden müssen, und zwar je schneller, desto besser. Sagt der Migrationsforscher Gerald Knaus. Danke für Ihre Einschätzung heute Abend dazu. Ich danke Ihnen. Grüße aus Bologna.